Wer Schlüsselsätze beherrscht, der kann besser formulieren. Hi, schön, dass ihr wieder bei diesem kurzen Impuls dabei seid zum besseren Formulieren. Schlüsselsätze werden ja immer mal wieder in der Schule besprochen und thematisiert, aber ich habe manchmal das Gefühl, das kommt nicht ganz genau an. Die Frage ist immer, was genau soll das? Im Prinzip kann ich euch das folgendermaßen erklären. Wenn man einen einzelnen Gedanken verfolgt, zum Beispiel zu einem Aspekt der Interpretation, dann ist dieser normalerweise in einem Absatz. Ich sage immer, Mensch, mach doch mehr Absätze, weil man sich dann dazu zwingt, auch wirklich bei einem Thema zu bleiben. Wenn ich beispielsweise eine Metapher bespreche, dann sollte das in einem Absatz geschehen. Das kann nur wenige Zeilen sein, aber immerhin weiß ich, wenn ich nur einen Satz dazu geschrieben habe, dann ist es eigentlich zu wenig. Es hilft, wenn man direkt das sagt, was man eigentlich sagen möchte. Hört sich ein bisschen merkwürdig an, aber viele fangen irgendwie verschwurbelt an zu erklären, was jetzt kommen sollte und was vielleicht kommt und so weiter, anstatt einfach zu sagen, was sie sagen sollen, was nämlich die Hauptsache ist. Richtig gute Autoren, die können das und deshalb habe ich hier einfach mal Packen Bücher hingelegt. Ich werde die jetzt mal irgendwo aufschlagen und gucken, ob am Anfang des Absatzes auch wirklich das steht, was die Autoren eigentlich sagen wollen. Schauen wir uns das mal an. Felix Stalder, Kultur der Digitalität. Wir nehmen jetzt hier einfach mal einen Absatz und fangen an mit: Weil sich die Mitglieder freiwillig zur Teilnahme an der Gemeinschaft entscheiden, werden ihre Äußerungen und Handlungen als authentisch angesehen. Schwieriger Satz zwar, aber wir wissen also, worum es geht. Mal probieren wir mal das nächste. Das Arschtrittbuch, Selbstmotivation im Studium. Müsste man jetzt wahrscheinlich kurz die Werbeanzeige machen. Ein Erfolgstagebuch geht weit über das altmodische Führen eines Tagebuchs hinaus. Wir wissen sofort, worum es geht. Erfolgstagebücher wusste ich auch nicht mehr. Okay. Dann hier nochmal Tim Reichel, Dödelmethode. Aufgemacht. Sobald du deine Etappen bestimmt und deine Arbeitspläne aufgestellt hast, wirst du bemerken, es gibt unglaublich viel zu tun. Ja, das kriegen wir alle mit. Bis jetzt war das alles so, da ist noch eins davon, nehmen wir mal ein ganz anderes. Generation Social Media. Gerade im Aufbau von intimen Beziehungen sind soziale Netzwerke heute für Jugendliche von großer Bedeutung. Das sind alles sehr intelligente Leute, die das schreiben, aber die machen nicht lange rum. Die sagen im ersten Absatz schon, worum es eigentlich geht. Gucken wir nur noch eins. Fake News machen Geschichte. Cooles Cover, by the way. Ich werde nicht bezahlt dafür. Einfach mal drauf gucken. Enslins Kaliber blieb kein Einzelfall. Ein einfacher, pointierter, kurzer Satz. Noch eins. Die große Gereiztheit. Bernhard Perksen, sehr zu empfehlen. Eines sei jedoch hinzugefügt. Die Ad-Hoc-Bildung solcher Konnektive bedeutet mitnichten, dass Kollektive institutionell stabile Interessengruppen sind. Gut. Ihr merkt also, was all diese Autoren, die ja nicht umsonst erfolgreich sind und Bücher schreiben, vereint ist, dass sie am Anfang des Absatzes genau sagen, worum es geht. Und zwar inhaltlich. Nicht, als nächstes werde ich darüber und so weiter und so fort, sondern sie sagen, ich projiziere das Ganze jetzt mal auf eine Interpretation, Faust ist verzweifelt. Siehe letztes Video. Wenn ich meine Sätze bzw. meine Absätze mit solchen präzisen und prägnanten Aussagen einleite, dann habe ich doppelt gewonnen. Erstens können die Leser besser verstehen, was ich eigentlich möchte. Zweitens, und eigentlich ist das davor gedacht, weiß ich auch viel besser, was ich eigentlich möchte. Anstatt so rumzuschwadronieren und dann davon auszugehen, dass man Deutsch überhaupt sowieso nicht lernen kann, sollte man also versuchen, vor allen Dingen bei Dingen, die man geschrieben hat und die anscheinend nicht so gut waren, das Ganze nochmal andersrum zu formulieren und ganz am Anfang zu sagen, was man eigentlich sagen möchte. Das war schon der Impuls. Ich hoffe mal wieder, dass es euch was gebracht hat. Das bessere Formulieren bleibt kritisch und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Eigentlich wollte ich die Welt sehen.